Ja, hallo, guten Abend, ihr Lieben. Kurzes Statement von mir. Hab gerade ein paar Nachrichten beantwortet, da ging es immer wieder um das Thema Esoterik. Hierzu meine Stellungnahme, mein Empfinden, meine Empfindung, mein Wissen, meine Erfahrung. Viele Menschen, die merken, es geht nicht mehr anders oder die spüren, da ist mehr. Ich will jetzt raus aus meiner Box. Da ist einfach Veränderung angesagt. Ich möchte wieder zurück in den Ursprung, sprich in die Spiritualität und so weiter, in die Liebe, in das Bauchgefühl, ins Urvertrauen, weg von dem ganzen Massenwahnsinn. Viele Menschen spüren das, klar. Ich darf auch viele dahingehend begleiten und ich bin dafür sehr dankbar. Was ich eigentlich nur sagen möchte, ganz kurz, ist, bitte, liebe Seelen, macht euch doch ein bisschen schlau, recherchiert mal die ganzen Sachen und bitte bringt nicht das Wort Esoterik und Spiritualität in einem Satz über die Lippen, denn das passt gar nicht zusammen. Ja. Mag für jeden anders sein, ich stehe für meine Erfahrungen und Lebensereignisse ein. Und bei mir ist es dahingehend, dass ich sage, jetzt habt ihr mich erwischt, dass ich sage, Esoterik ist für mich zu Kommerz gemachte Spiritualität. Spiritualität ist der Ursprung, der wahre Kern, die Verbindung zu Gott, zu dir, zu deinem Inneren, zu allem Sein, ja? Und Esoterik ist eine Schiene, Esoterik ist eine oberflächliche, übergreifende Bezeichnung für gewisse Dinge, für gewisse Eigenschaften, für, weiß ich nicht, kleine bunte Steine, schöne Kettenanhänger, Engelskerzen, Karten, Wahrsagerei, Pipapo, den ganzen Mist, den kein Mensch braucht, ja? Das ist, sag ich mal, was für Schwache. Unter Vorbehalt gesagt, ohne jemandem nahe greifen zu wollen. Dennoch wird durch die Esoterik werden wirklich spirituelle Menschen, die noch nicht herangeführt wurden, die wirklich gute Führer und Lehrer wären, um andere Menschen wiederum zu begleiten und wieder zurück in den Ursprung zu bringen, die werden leider durch diese Esoterik-Schiene sehr gerne und sehr oft verfälscht. Und wegen dem Kommerz und um irgendwie Geld zu machen und keine Ahnung was für ein Mist, in irgendeine Richtung getrieben, bis sie dann irgendwann erkennen, hey, das kann es ja doch nicht sein. Und dann das alles wiederum über einen Kamm scheren, ja, und sagen, hey, das ist alles dasselbe. Und mir fehlen gerade so ein bisschen die Abschlussworte, aber ich denke mal, wer die Worte jetzt mitgefühlt hat, weiß, was ich meine. Ja? Sollten hierzu noch Fragen offen bleiben, bitte gerne. Meine Antworten können zurzeit etwas dauern. Ich habe ein bisschen viel um die Ohren, wie man auch meinen Augenringen ansieht. Aber mir geht's gut, ich bin sehr glücklich und ich liebe euch, jeden Einzelnen für sich. Licht und Liebe auf all euren Wegen. Namaste und gute Nacht, euer David.